Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Meine Gesprächspartnerin heute ist Ulrike Scheuermann. Sie ist auch Diplompsychologin und Autorin. Allerdings hat sie deutlich mehr Bücher als ich geschrieben. Unser Thema heute: Freunde machen gesund. So lautet auch der Titel ihres neuen Buches. Ihr klares Statement: Den größten Einfluss auf unsere Gesundheit haben unsere Sozialkontakte. Hey Ulrike, schön, dass du dabei bist. Hallo Tanja, ich freue mich auch sehr. Ulrike, wir beide, wir kennen uns ja schon einige Jahre. Du bist Autorin von bekannten Büchern. Wenn morgen mein letzter Tag wäre, kam 2013 auf den Markt und ist bis heute ein echter Longseller. Für unsere Hörer, wer noch alles ist Ulrike Scheuermann in 20 Sekunden? Ja, danke, Tanja. Also Psychologin, Autorin hast du ja schon gesagt. Und ich arbeite mit Gruppen und mit Einzelnen hier bei mir in Berlin und online. Und ich möchte, dass Menschen ihr Leben sozial verbundener und damit dann eben auch gesünder gestalten. Was ja oft gar nicht so leicht ist. Wie gestalte ich meine Beziehungen? Und viele brauchen bei Vertiefung und Pflege von Beziehungen Hilfe. Okay, ich geb's ja zu, Rosenkohl, Rote Beete, Wirsing und Co. stehen definitiv nicht auf der Hitliste meiner Lieblingsspeisen. Trifft sich also gut, dass Freunde viel gesünder sind als frisches Gemüse. Wie ich darauf komme? Das ist eine Erkenntnis, zu der meine Kollegin Ulrike Scheuermann in ihrem neuen Buch kommt. Ulrike, ich kann mir vorstellen, dass du mit dieser Aussage ziemlich polarisierst. Freunde sind gesünder als frisches Gemüse und sicherlich auch so manch einen Ernährungspapst gegen dich aufbringst. Ja, Tanja, die erste Reaktion ist tatsächlich oft ungläubig. Die Leute sagen, was? Mir wird doch überall was anderes erzählt. Wenn ich dann aber die aktuelle und tatsächlich ja sehr eindeutige Studienlage erwähne und klar wird, dass das nicht einfach meine Meinung als Psychologin ist, dann werden die meisten doch hellhörig. Und außerdem, ich konkurriere ja nicht so sehr, sondern es ist ein sowohl als auch. Na, so gute Sozialkontakte zahlen auf alles andere ein und fördern es. Also gesunde Ernährung, Sport, Schlaf, alles wird besser, wenn man gut sozial verbunden ist mit anderen Menschen. Ulrike, wenn du uns eine Kochstunde geben würdest, welche sind die wichtigsten Zutaten für eine gute, gesundheitbringende Freundschaft? Die erste Zutat ist, 3 bis 5 nahe, stabile Sozialkontakte zu pflegen. Das ist super. Also nicht nur alles auf eine einzige Person zu setzen, denn das überfordert Beziehungen oft. Und die zweite Zutat, mehr soziale Zeit einplanen, trotz Stress, trotz Job und Kindern, weil gemeinsam verbrachte Zeit das Wichtigste ist, um Beziehungen zu vertiefen. Das wusste ich früher auch nicht. Lieber bei der Gerätenutzung sparen und vielleicht gemeinsam Antenne 1, Neckarburg, Rock und Pop hören und sich während der Musik darüber unterhalten. Und die dritte Zutat, wenn wir schon beim Kochen sind, gemeinsam essen ist ein hervorragender Beziehungsbooster. Wow, das hört sich ziemlich cool an. Und wenn wir nun aus diesen Zutaten ein echtes Festmahl machen möchten, was sind deiner Meinung nach wichtige Prinzipien für eine vitaminerhaltende Zubereitung? Helfen und um Hilfe bitten. Das bringt für beide enorm viel. Freude, aufgehoben und sich sicher fühlen, sich wichtig fühlen, Hilfe erhalten natürlich und auch Dankbarkeit empfinden. Und etwas Zweites, zum Beispiel entspannte Zeit gemeinsam genießen. Das ist die wichtigste Basis, die oft unterschätzt wird. Ulrike, Corona hat uns allen vor Augen geführt, dass es gar nicht so leicht ist, Freundschaften unter solchen Bedingungen zu pflegen. Hast du für unsere Hörer einen Tipp, wie man verhindern kann, dass die bestehenden Beziehungen zu sehr unter Corona-Abstinenz leiden? Beziehungen kann man ja gut auch auf Distanz pflegen und vertiefen. Zum Beispiel, indem man auch mal über die Beziehung redet und betont, dass einem der andere wichtig ist oder
dass man ihn vermisst hat. Oder man kann sich für etwas bedanken, nämlich auch für Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass du gestern so lustig am Telefon warst. Und übrigens sind auch kleine, am besten selbstgemachte und originelle Geschenke in allen Kulturen ein Mittel der Freundschaftspflege. Ich denke gerade mit hochgezogenen Augenbrauen an die Häkeldeckchen meiner Freundin. Okay. Ich habe gerade gestrickte Socken geschenkt bekommen. Sehr cool. Liebe Ulrike, zum Schluss noch ein Blick hinter deine Kulissen. Wem würdest du gerne mal begegnen und welche Frage würdest du dieser Person in Sachen Freundschaft stellen wollen? Also wenn ich mir aussuchen kann, dann würde ich gerne Michelle Obama treffen. Und die ist in vielem ein Vorbild für mich. Und ich höre oft ihren Podcast. Und sie und ihr Mann, die sind beeindruckend, wie nahbar und herzlich die sich in sozialen Netzen bewegen. Und dann würde ich sie fragen, wie sie das schafft, so weit verzweigte soziale Netze und gleichzeitig dann eben tiefe und nahe Freundschaften in Balance zu halten. Ulrike, wir könnten noch lange miteinander plaudern. Danke, dass du dabei gewesen bist. Ich danke dir auch ganz herzlich, Tanja. Es war toll. Das Buch Freunde machen gesund bekommt ihr überall, wo es Bücher gibt. Mehr Infos über die Psychologin Ulrike Scheuermann bekommt ihr auf ulrikescheuermann.de. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock- und Pop-Psychologin. Das war Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop.